ein Neuling. Oh, ich weiß, ihr beide mögt euch. Hallo! Was du sagst, hast du gehört? Das hat wehgetan. Die letzte an mir auf. Oder gibst du das an? Die Maschinenjägerin, die Karja rausgehauen hat. So hat das noch nie jemand ausgedrückt. Was willst du? Du sollst oben bei den Klippen Flüchtlinge schikanieren. Das stimmt so nicht. Da oben ist Beute, ein Sturmvogel. Ich habe ihn selbst erlegt, mit der Harpune hier. War kein einfacher Schuss, muss ich sagen. Ich traf seinen Flügel. Er krachte in den alten Turm da oben. Ein schneller Tod. Wenn hier jemand Ärger macht, dann die dreckigen Schattenkarja, die mich nicht zu meiner Beute lassen. Aber du holst sie dir notfalls auch mit Gewalt. Nicht nötig. Die sind völlig am Ende. Vermutlich werden die sowieso demnächst verhungern. Wir werden sehen. Ja, nicht wahr? So, hier ist jetzt dicht für Karja-Freunde. Mach, dass du wegkommst. Tut mir leid, ich bin sofort bei dir. Das ist nicht nur eine schlechte Idee, das ist gemeingefährlich. Das ist deine Waffe! Darum geht's doch! Aber doch nicht für den Benutzer! Jetzt sei einfach still! Wo waren wir? Da! Gut, Du wirkst auf mich wie eine Frau, die immer nach neuen Waffen sucht. Hab ich recht? Eigentlich will ich... Ja. Ich hab hier eine Kundin. Ich bin keine Kundin. Ich hab's. Dreifaches Pulver. Und der Läufer lernt fliegen. Ba-boom. Ein Schuss reicht. Garantiert. Vielleicht doch. Dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Rotschopf. Wie wäre es, wenn du stolze Besitzerin des ersten maschinenverbesserten, explosiv wirksam maschinenvernichtenden und doch absolut sicheren Speerwerfers wärst? Erzähl mir doch mehr über eure Waffe. Als Kind sah ich eine Schriftrolle von einem Karja-Gelehrten, der nach Westen zog. Darin war ein Bild eines Tenakt-Kriegers, der mit einer Art Speerwerfer jagte. Effektiv? Ja. Einfach? Zweifellos. Als wir herkamen, fiel es mir wieder ein. Und ich bin kurz davor, dieses altmodische Werkzeug enorm zu verbessern. Ich will es perfektionieren! Mit Maschinenteilen kann ich die Wurfbahn verbessern und so das Geschoss schneller machen. Boomer meint dagegen, dass man das Geschoss selbst verbessern sollte. Mit explosiven Spitzen. Sprengstock! Warum nicht beides? Das könnte gehen. Nur ein Haken. Ich brauche Teile, um ein erstes Modell zu bauen. Zunächst mal brauche ich... Stürmerhörner! Intakte! Ja, genau.
Du musst sie abschießen, bevor die Maschine zu Boden geht. Sonst zerbrechen sie. Aber die echte Neuheit, sag's nicht weiter, ist eine Reishornrippe. Östlich von hier gibt es eins. Jag es in die Luft! Boomer! Besorg mir alles und die Waffe gehört dir. Gut, abgemacht. Ich kann einen dieser Stürmer überbrücken. Ich muss leise sein, um die Herde nicht aufzuschrecken. Neuer Versuch. In Brutstätten kann ich vielleicht herausfinden, wie man die zerbricht. Lass uns losreiten. Also nochmal. Nachlassen.
Sie wissen, dass ich hier bin. Ich sollte Schockmunition nehmen. Das sollten genug Stürmerhörner für Della und Boomer sein. Jetzt brauche ich nur noch die Rippe von diesem Reißhorn. Sie wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Uma sagte, das Reißhorn sei in der Nähe. Da ist das Reißhorn. Um die Rippe zu holen, muss ich es erledigen. Wo diese Maschinen herkommen. Und vielleicht lernen sie zu überbrücken. Nur Gras. Seine Rippe holen. Thank you.
habe alles, was Della und Boomer wollten. Mal sehen, was mit ihrer Waffe ist. Nein, das ist eben. Den Blick kenne ich. Du hast alle Teile, nicht wahr? Bitte sehr. Hervorragend. Gib mir nur ein paar Minuten für den Prototyp. Ich nehme die Version, die meine Arme dran lässt. Danke. Hi. Hast du Maschinen hochgejagt für die Teile? Oder Banditen? Du stehst echt auf Explosionen, hm? Bitte sehr. Mit den Sprengstätten? Aber klar. Ist das sicher? Vermutlich. Krieg ich auch eins? Nein! Oh. Für dich machen wir noch was viel Besseres. Ba-boom! Hey, Rotschopf. Lust auf eine Partie Streit? Oh, willst du spielen, Rutscher? Du bist bestimmt beschäftigt. Kein Problem.
Aloy, bitte, setz dich doch. Okay, fangen wir einfach an. Die Tenakt sagen gern, dass Maschinenstreit ein reines Strategiespiel ist. Wir kriegen beide einen Satz Figuren. Jede Figur repräsentiert eine Maschine. Und jede Maschine ist unterschiedlich viele Siegerpunkte wert. Um zu gewinnen, musst du 7 Siegerpunkte sammeln, indem du die Maschinen des Gegners zerstörst. Es kann schwierig sein, sich die Details aller Maschinen einzuprägen. Deshalb verwenden wir diese Notizen. Siehst du die Zahl oben rechts in der Ecke? Die zeigt, wie viele Siegerpunkte du kriegst, wenn du diese Maschine zerstörst. Dort steht auch, wie weit die Figur gehen kann. Wie mächtig ihre Angriffe sind. Die Distanz, auf die sie schlagen können. Und natürlich ihre Gesundheit. Das genügt erstmal. Lass uns spielen. Den Rest erkläre ich dir beim Spiel. Das ist mein Brett, also entscheide ich, wer anfängt. Da dies deine erste Partie ist, darfst du anfangen. In der Regel musst du wählen, welche Figuren du aufs Brett stellst, aber das muss erstmal reichen. Nimm die Maschine rechts von dir und beweg sie vorwärts. Denk dran, jede Maschine kann nur eine bestimmte Distanz gehen. Sieh dir deine Notizen an, wenn du etwas vergessen hast. Ganz einfach, oder? Also, du darfst pro Runde 2 Maschinen bewegen. Also los, wähl eine zweite Maschine. Du musst die Maschine vorwärts bewegen. Perfekt. Sonst kannst du nicht mehr viel tun, also beende einfach deine Runde. Es geht langsam vorwärts. Lass mich meine Figuren bewegen. Und du bist wieder dran. Wieso greifst du dieses Mal nicht eine meiner Figuren an? Versuch's erstmal mit der Maschine rechts von dir. Jetzt beweg die Figur nah genug, um eine meiner Maschinen anzugreifen. Wenn du einen Angriff ausführst, testest du die Kampfkraft deiner Maschine gegen eine deines Gegners. Die Kampfkraft einer Maschine ergibt sich aus dem Terrain, auf dem deine Maschine steht, und ihrer Angriffskraft. Auf diesem Brett gibt es nur Grasland-Terrain, das sich nicht auf die Kampfkraft einer Maschine auswirkt. Und deine aktuelle Maschine hat 2 Punkte Angriffskraft. Also entspricht die Kampfkraft deiner Maschine genau 2 Punkten. Da meine Maschine nicht diejenige ist, die angreift, hat sie 0 Punkte Angriffskraft. Und ganz wie deine Maschine wird sie nicht vom Grasland beeinträchtigt. Also beträgt der Unterschied in der Kampfkraft zwischen beiden Maschinen genau 2 Punkte. Das heißt, dass deine Maschine meiner Maschine 2 Punkte Schaden zufügen kann. Hast du alles verstanden? Wenn du einen Angriff ausführst, testest du die Kampfkraft einer Maschine ergibt sich aus dem und ihrer Angriffskraft. Auf diesem Brett gibt es nur Grasland. Und deine aktuelle Maschine hat also entspricht die Kampfkraft deiner Maschine. Da meine Maschine nicht diejenige ist, die angreift, und gab also... Das heißt, dass... Hast du alles ver... Ich wusste, dass du clever bist. Dann greif mal meine Maschine zu Ende an.
Komm schon, greif meine Maschine an, damit wir weiterkommen. Du hältst dich doch nicht zurück, oder? Jetzt schnapp dir deine zweite Maschine. Du siehst, deine Maschine kommt nicht nah genug, um meine anzugreifen. Du kannst deine Maschine sprinten lassen. So kommt sie ein Feld weiter. Versuch's mal. Mit einem Sprint kannst du meine Maschine erreichen. Nur zu, jetzt sprinte zu meiner Maschine. Sprinte mal auf eine meiner Maschinen zu. Der Nachteil beim Sprinten ist, dass deine Maschine nicht mehr angreifen kann. Also manche Spieler gehen in so einem Fall ein Risiko ein und überladen ihre Maschine. Mit Überladen kann man nach einem Sprint angreifen, aber es entzieht deiner Maschine 2 Punkte Gesundheit. Es steht dir frei, es einzusetzen. Lass es uns mal versuchen, damit du siehst, was ich meine. Das war's dann schon mit deiner Runde. Also, jetzt verrate ich dir einen coolen Trick. Deine Maschine da, die mir am nächsten ist, nimm sie in die Hand. Ganz wie in der Wildnis haben die Maschinen gepanzerte Stellen und Schwachstellen. Sie sind auf den Teilen markiert, siehst du? Blau zeigt an, wo der Panzer am dicksten ist. Ein Treffer dort bewirkt etwas Schaden, aber nicht viel. Rot zeigt die Schwachstellen einer Maschine an. Triff dort und du landest einen mächtigen Schlag. Hier, ich zeig's dir. Dreh dieses Teil, sodass deine Maschine zu meiner schaut. Jetzt verpasst der Maschine eins. Sie fliegt runter vom Brett. Und das sind deine ersten Siegerpunkte. Du hast noch keine 7 davon, also machen wir weiter. Deine Maschine hat meine angegriffen, aber sie hat sich nicht bewegt. Nur zu, rücke weiter vor, auf meine verbleibende Figur zu. Nur zu, beweg deine Maschine nach unten. Du musst deine Maschine nach unten bewegen, wenn du den nächsten Trick sehen willst. Du musst deine Maschine dort hinunter bewegen, Rotschopf. Du musst deine Maschine nach unten bewegen, wenn du den nächsten Trick sehen willst. Du hast bereits angegriffen und deine Figur bewegt. Aber wenn du deine Maschine überlädst, kannst du ein zweites Mal angreifen. Und nach der Gesundheit deiner Maschine zu urteilen, würdest du deine Figur opfern, um meine zu besiegen. Aber manchmal kann das eine gute Sache sein. Überlade deine Maschine, um meine ein zweites Mal anzugreifen, und ich zeige dir... Ist das nicht ein Spaß? Und jetzt, weil deine Maschine gleichzeitig mit meiner ausgeschaltet wurde, erhalten wir beide die Siegerpunkte, die unsere Maschinen wert sind. Das Gute ist, weil du angegriffen hast, erhältst du deine Siegerpunkte, bevor ich meine erhalte. Was bedeutet, dass du die begehrten 7 Punkte zuerst erreichen kannst. Deshalb kann man manchmal ein Spiel zu seinen Gunsten drehen, indem man eine Figur verliert. Tja, wie du siehst, hast du diesmal die 7 Siegerpunkte noch nicht ganz erreicht. Aber alle meine Figuren zerstört. Das bedeutet, dass du gewonnen hast. War doch gar nicht so schwer, oder? Denk dran, immer das beste Terrain für deinen Angriff zu suchen. Du wirst überrascht sein, welchen Vorteil dir das über einen Gegner verschaffen kann. Hat mich schon das ein oder andere Mal gerettet. Ich versuche daran zu denken. Oh, bevor ich's vergesse. Das sind alles meine Ersatzfiguren. Ich will... dass die Retterin von Meridian sie kriegt. Es ist zwar nur ein kleiner Satz, aber er sollte ausreichen, um bei jedem Streitspiel dort draußen einzusteigen. Vielleicht hast du ja Lust, nach Streitschnitzern Ausschau zu halten. Die haben alle möglichen besonderen Figuren, die ein Spiel zu deinem Vorteil wenden können.
Doch für die Herstellung brauchen sie das richtige Material. Oder mit etwas Glück findest du sie in der Wildnis. Ich habe jede Menge Figuren bei einer nächtlichen Maschinenjagd verloren. Oder einer Kneipentour. Also, wenn dir danach ist, ein echtes Spiel zu spielen, ich habe jede Menge andere Bretter. Ich könnte dir auch noch ein paar Tricks zeigen, wenn du möchtest. Danke, ich überleg's mir. Komm jederzeit wieder, Rotschop. Hier ist immer Platz. Ja, du! Nicht meinen Job zu machen. Was? Ich kann auch arbeiten. Was ist passiert? Die verdammte Mine ist mir passiert. Das war nicht der letzte Unfall, wenn Ulvand weiter in den Tunneln gräbt. Welche Mine? Nordöstlich von Kettenkratz am Flussende. Ich hatte Corvin schon nach dem ersten Einsturz gewarnt, aber Ulvand hat bestimmt gedroht, den Lohn zu kürzen. Oder schlimmer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles. Du wurdest also bei einem Einsturz verletzt? Ja. Vor ein paar Tagen. Deshalb ist mein Bein jetzt kaputt. Corvent und die anderen wollten eine neue Ader öffnen. Ich war woanders beschäftigt. Durch ihre Sprengung brach der Tunnel ein, in dem ich war. Ich wäre vielleicht rausgekommen, wenn ich nicht so todmüde gewesen wäre.
Wir wollten zu viel und das zu schnell. Und du fürchtest, dass es nächstes Mal nicht so glimpflich für Corvin und die anderen ausgeht? Mhm. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Ich könnte bei Gelegenheit nach deinen Leuten sehen. Das wäre nett von dir. Oh, ich wurde entdeckt. Zeitpunkt für Schockmunition. Die Maschine hat mich gesehen. Wahrlicht. Der letzte Teil des Sonnenreichs vor dem Kaja-Horn.
Okay, ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Aber zuerst sollte ich Vorräte auffüllen. Vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Und? Sag mir, dass sie dich nehmen. Ist das die Retterin von Meridian? Glaube nicht. Bitte auf ein Wort. Ah, Retterin, sag mal, du bist nicht zufällig auf dem Weg ins Niemandsland, oder? Vielleicht. Wieso fragst du? Ah, tja, offen gesagt, es gibt Schätze im Westen. Herrenloser Schrott und altes Metall. Und ich habe eine starke Truppe Plünderer, die sich dort auskennen. Hast du keine Angst vor den Tenat? Doch, sehr. Aber ich mache die meisten Geschäfte im Niemandsland. Neutrales Gebiet und so weiter. Fahrlicht ist unser Zugangspunkt, wenn sie nicht gerade für Gesandtschaften schließen. Ich hoffe doch, deine Ankunft bedeutet, dass sie bald öffnen. Ich habe schließlich ein Geschäft zu führen. Ich will diese Gesandtschaft hier ebenso sehr wie du. Glaub mir, ich arbeite daran. Gut zu wissen. Und vergiss uns nicht. Wenn du den Weg freimachen kannst, findest du unser Hauptlager gleich hinter Falllicht. Wir kaufen jeden Schrott, den du hast. Und wenn du Maschinenteile brauchst, wir haben die besten im Westen. Garantiert. Okay. Also bis später. Wenn du die verdammten Tore öffnen kannst. Ich bin wohl nicht die Einzige, die diese Tore öffnen will. Das ist Erend. Er hat wohl einiges Intus. Du bist schlecht gelaunt, was? Meine Herrin. Unser Stichwort. Wird es so besser? Wenn die Welt untergeht, will ich dabei nicht nüchtern sein. Lass mich. Du hast es eilig, also frag einfach, wenn du was brauchst. Was weißt du über die Gesandtschaft? Nicht viel. Nur, dass Abazi unbedingt entsenden will. Er will partout Frieden mit diesen Tenakt. Aber wie ich höre, sind die nicht sonderlich erpicht auf Diplomatie. Sie lassen Klingen und Pfeile sprechen. Wenn du zu ihnen gehst, sei vorsichtig. Das könnte schnell übel werden. Ich werde dran denken. Ich sollte dann mal los. Klar, zu deinen komplizierten Aloy-Sachen. Vielleicht verschwindest du dieses Mal nicht völlig. Kann nichts versprechen. Also, was ich sagen wollte, wenn du mich jemals brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Ja. Nächstes. Verlass dich nicht drauf. Pass gut auf dich auf, Aloy. Sie ist positiv, Bajiv. Da ist eine dicke Steinmauer. Hast du hier das Sagen? Ich bin Lavan, sein Stellvertreter. Also, was führt Aloy von den Nora nach Farley? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter Voadis hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er liebt seine Schriftrollen. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Kommandant Nozar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Die Tore sind offen für alle, die sich hinab... Osseram-Plünderer, besonders wagemutige Kharja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt, bis die Tenakt wieder weg sind.
finde ich Kommandant Nozar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm. Aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll. Besonders, wenn er ohnehin angespannt ist. Wir werden sehen. Hier lang. Hier ist ja eine ganze Menge los. Die Tenakt haben hier während der roten Raubzüge gewütet. 2 Jahre Arbeit. Und es wird noch lange dauern. Der Arbeitsstopp in Kettenkratz hat beinahe unseren Wiederaufbau gestört. Aber eine gewisse Nora hat sie zum Arbeiten motiviert. Ich habe nur ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Junge. Zur Seite, Soldat. Sir? Da ist der Kommandant. Mach dich besser bereit. Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Ah. Aloy, nicht wahr? Ja. Die das Tal für euch gesäubert hat, die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe, was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Wie viele Banner siehst du denn? Ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der 3. Clan da ist und das Tenakthorn erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Danke, aber ich habe genug gewartet. Zeit zu gehen. Auf gar keinen Fall. Diese Gesandtschaft erfordert die Einhaltung von... Lass das sein! Ja, was immer du sagst. Da kommt eine Maschine. Da sitzt jemand drauf. Wow. Öffne bitte die Tore! Lass sie nicht durch dieses Tor! Das ist ein direkter Befehl! Sorry, das geht nicht. Und wenn es die Königswippe persönlich ist, die Tore bleiben zu, bis das Horn erklingt! Ich bitte höflich. Was soll ich denn nur tun? Hey, Val. Hi, Erend. Befehl, wo ist Befehl? Aloy will etwas, Öffnet die Leute wollen ihr im Weg stehen. Das wird nicht klappen. Das war's! Nehmt sie fest! Könnt ihr gern versuchen! Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey, Nozar! Du dummer Mistkerl! Du meinst, du darfst das Tor vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig Avar tun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha. Lass sie durch, Jungs. Wenn's die Welt rettet. Na, was im Meridian vergessen? Schau, Val. Ist doch egal. Hat ja geklappt. Also der Stamm, von dem Marat sprach, Tenakt, müssen uns erlauben, nach Westen zu gehen? Wäre schon nett, wenn die nicht ständig versuchen würden, mich zu töten. Diese Gesandtschaft läuft noch gar nicht. Wir wollen da einfach reinplatzen? Schluss mit Politik. Genug gewartet. Okay. Zumindest hast du jetzt Verstärkung. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft.
Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt. Das ist mit den Kaja vereinbart. Ich bin keine Kaja. Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen Sie verhandeln oder nicht? Den Kaja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Kaja. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Jetzt. Moment. Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Kaja. Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Nur Aloy. Ich bin verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Kaja, Armee der untergehenden Sonne. Verzeih, meinen Kameraden. Hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu lindern. Und jetzt kommst du. Ohne Vorwarnung. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Das sagst du. Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Wie bist du unter die Tenakt geraten? Das kann ich dir erzählen. Dauert aber. Aber wie ich das sehe, haben wir wohl eh nichts vor, bis die Gesandtschaft anfängt. Möchtest du es wirklich hören? Ich schätze, wir haben Zeit. In Ordnung. Ich war bei Sonnenkönig Jirans Truppen, als sie nach Westen zogen. Ich wollte das Schlimmste verhindern. Natürlich klappte es nicht. Sie begangen unaussprechliche Schandtaten und die Tenakt reagierten darauf. Als die Clans unser vorderes Lager der Zinnobersande überrannten, blieb ich zurück, um den Nachzüglern zu helfen und wurde geschnappt. Ich habe es ihnen nicht einfach gemacht und sie haben es mir auf der Reise in ihre Hauptstadt vergolten. Ich verlor unterwegs so viel Blut und war leichenblass, als sie mich zu Häuptling Hikaru brachten. Ich dachte, ich wäre tot, also ergriff ich verzweifelte Maßnahmen. Als du den Tenakt-Häuptling trafst, tatest du etwas Verzweifeltes? Ich hielt die Ohren offen, als die Tenakt mich mitzerrten. Und ich hörte von einem Urteilskampf, den sie offenbar huldigen. Also, als sie mich vor Hikaru warfen, forderte ich dieses Ritual ein, die Kohlrot. Im Glauben an Sieg gewährte mir einen Vorteil. Mein Leben oder sogar die Freiheit. Die anderen Tenakt heulten, aber Hikaru starrte sie nieder. Und dann fiel sein Blick auf mich. Er wusste meinen Einfallsreichtum offenbar zu schätzen. Er erlaubte mir die Teilnahme an der Kohlrot. Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand. Du sagtest, die Kohlrot ist ein Tenakt-Urteilskampf? Ja. Aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Kein Zweikampf Mann gegen Mann, zumindest kein direkter. Die Beteiligten kämpfen in einer großen Arena gegen Maschinen und nur die Stärksten überleben. Glaub mir, es ist nicht einfach, sich einer Maschine zu stellen, während Hunderte um dich herum nach Blut schreien. Das ist mir vertrauter, als du denkst. Wirklich? Dann hast du meinen Respekt. Wie du habe ich den Kampf überlebt. Ich hatte auf Freiheit gehofft, doch das stand nie zur Debatte.
Ich musste dem Häuptling dienen. Du hast dem Tenakt Häuptling gedient? Die Sieger der Kuhlrut müssen ihm als Marschälle dienen. Das Wort hast du schon erwähnt. Was heißt es? Das Wort selbst bezieht sich auf einen Schutzgeist aus längst vergangenen Zeiten. Konkret sind Marschälle Hikarus fahrende Gesetzgeber, teils Magistrat, teils Richter, teils Henker. Ich gehörte nun zu ihnen und diente mit Ehre, aber viele Tenakt spuckten nach wie vor aus, wenn sie mich sahen. Aber nur bis ich sie zu Boden zwang und ihre Gesichter hineindrückte. So kann man es natürlich auch machen. Wie du bemerkt hast, ist Gewalt die Muttersprache der Tenakt. Nur mit ihr überlebt man. Aber die Kaja sprechen sie auch. Mehr als sie sollten. Verständlich, dass die Tenakt sie hassen. Heißt das, du bist noch immer Kaja? Ein Teil von mir. Doch es gibt viel zu bewundern an den Tenakt. Besonders ihren Häuptling. Ich habe gehört, wie es vor seiner Herrschaft war. 3 Clans, immer im Krieg, ständig in Fehde miteinander. Ekaro und die Marschälle schufen eine Art Frieden. Und jetzt schaut er nach vorne. Wer weiß. Vielleicht. Ich habe fürs Erste genug gehört. Wie du meinst. Freust du dich auf deine Rückkehr nach Meridian? Oh, eine Nacht in einem Federbett klingt zugegeben gut. Oder Wein trinken aus den südlichen Weinbergen. Aber ich habe ein anderes Ziel. Als jemand, der die Tenakt und die Kaja kennt, habe ich zu beiden eine fundierte Meinung. Wenn Sonnenkönig Awad einlenkt, hoffe ich auf einen dauerhaften Frieden. Die Tenakt scheinen nicht so friedlich. Nein, das sind sie auch nicht. Aber wir leben in harten Zeiten. Hikaru weiß, dass Überleben Anpassung erfordert. Auch wenn man dafür ewige Kriege beilegen muss. Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Nimm das als Beweis, dass du in die Länder der Tenakt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein? Glaubt jemanden, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Hikaru kennt den Westen besser als sonst jemand. Vielleicht kann er dir ja helfen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsklan-Banner! Marschälle, es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsklan. Der Kommandant? Nein. Ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller 3 Clans. Dann sind es vom Himmelsklan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist hier los? Nicht allen Tenak gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann breche ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft.
Die Karja öffnen die Tore. Wenn die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Hört, Marschälle! Die ihr Tenakt sein wollt! Regala, Häuptling Hilkaros größter Fehler. Diese Rivalin verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Karja! Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Hikaru hat uns verraten. Die Gesandtschaft beweist es. Und ihr Marschälle seid seine Komplizen. Dafür habt ihr den Tod verdient. Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns Verbannte! Lanzen! Formieren! Sie reiten Maschinen! Wo haben Sie das gelernt? Silence. Verschärf! Komm jetzt mit uns! Oder gar nicht! Schützen! Heizt ihnen ein! Schützen! Wehrt sie ab! Flankieren! Zu den Karja! Überrennt sie! Was war das? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Hey! Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! Bleibt in Deckung!
Schützen auf dem Felsgrat! Da kommen sie!
anvisieren. Genug! Ihr da, Fremde! Ich häute euch! Häuptling, gewährt mir die Ehre des Vortritts. Nun gut. Jetzt du, Kleine. So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Der Schild bricht sicher, wenn ich ihn hart treffe. Gib dich! Dein Schild hat sich regeneriert! Schild unten! Er ist verwundbar! Der Schild gefällt dir, was? Ich werde den Schild durchbrechen. Geschützt. Das stoppt mich nicht! Der Schild wird dich nicht retten! Der Schild ist gebrochen. Ergib dich! Mich nicht auf! Es ist vorbei. Ich muss zurück. Ich werde den Schild durchbrechen! Glaubst du, ich wurde noch nicht verletzt? Der Schild wird dich nicht retten. Okay, besser.
verwundbar. Das war ein ehrenhafter Kampf. Ich werde dich verschonen. Männer! Seid stolz auf euch! Heute habt ihr die Marschälle dezimiert. Die Kharja besiegt. Unser Krieg gegen Hekaro beginnt. Abmarsch! Schaff ihn ins Lager. Los! Wirst du es schaffen? Du ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Dann bleibt mir wohl nur Erend. Vorerst. Los, komm. Ich bring dich zur Festung. Lasst uns plündern, Jungs. Es hält wohl nicht viel aus, aber ich sollte damit gleiten können. Aloy, wir orientieren uns gerade. Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das sehe ich auch so. Die Marschälle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Kharja-Delegation wurde getötet. Nozar, Wadis, Fashaf. Ein Massaker. Was hast du jetzt vor? Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer. Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenak-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg vor dir. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Das wahre Reich der Tenakt liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenak-Gebiet? All das da draußen? Das ist niemands Land. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch diese Regala ignoriert das wohl. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen ritten Dornrücken. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Kharja und Osseram durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden. Du könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Es gibt da einen, bei der Utaru-Grenze. Aber warum? Das ist schwer zu erklären.
Damit gewinne ich einen Überblick. Wenn du meinst. Kann ich dir sonst noch etwas helfen, bevor du aufbrichst? Verschaf nannte Regala Rivalen. Der Tenakt-Häuptling hätte sie töten sollen. Ja, das hätte er wohl. Sie ist eine große Gefahr. Ihr Angriff war koordiniert und präzise. Bis du ins Spiel gekommen bist. Sie kannten sich hier gut aus. Sie wussten, dass Verschaf bei der Gesandtschaft ausgehändigt werden sollte. Wenn die Tenakt nicht mit ihr rechneten, hat sie ihre Armee monatelang geheim aufgestellt. Sie müssen hier ein Lager haben. Dort hatten sie sich versteckt, bis die Zeit reif gewesen war. Du meintest, es wären noch andere durch die Tore gegangen. Wer denn? Also nicht nur die Plünderer, die gerade durchgegangen sind, auch andere Gruppen von Osseram-Stöberern. Zwei Kaja-Gelehrte sind mit einem Osseram-Trupp nach Südwesten. Weiß nicht, ob das besonders tapfer ist oder einfach nur dumm.
Ich sollte dann aufbrechen. Ich wünsche dir Glück. Die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Und das mit deinen Freunden. Wie verarzten wir? Ich danke dafür. Die Sonne schütze dich, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst.